Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel GamerCodes. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute ein passendes T-Shirt an, dafür müsste ein bisschen höher gehen. Ich glaube, es konnte man es einigermaßen sehen. Gamescom-T-Shirt habe ich an, das habe ich ohne einen Grund an, denn ich kann ein Update dazu geben, wann ich dieses Jahr auf der Gamescom bin. Dazu tue ich mal mein hübsches Handy rausrücken und dann sehen wir, dass die Gamescom dieses Jahr am 21. bis 25. August 2024 in Köln stattfindet. Und ich kann bekannt geben, dass es auch dieses Jahr wieder an jedem Tag in der Messe sein werde. Dienstagabend geht es ja los mit der Gamescom Opening Night Live, also die Show, wo die dann Spiele vorstellen und. Die werde ich mir auf jeden Fall live reinziehen am Dienstagabend. Und da bin ich ab Mittwoch. Mittwoch allerdings erst ab 13 Uhr. Und also am Fachbesuchertag erst ab 13 Uhr. Und an allen anderen Tagen, sobald die Messe aufmacht, bis zum Mittagende, bin ich auf der Gamescom. Ich freue mich schon, euch alle auf der Gamescom wieder zu sehen. Und ein bisschen mit euch zusammen durch die Hallen zu laufen. Und vielleicht der ein oder andere auch noch danach in Köln zu machen. Und die Innenstadt uns das zu machen. Ich habe ein paar coole Ideen für die Messe auf jeden Fall. Was es da machen will, an Livestream-Projekten eher nicht, aber an Videoprojekten, also ich habe eine Kamera mit SD-Karte dabei, wird das alles, je nachdem, wie ich es schaffe, vielleicht sogar so direkt danach vor Köln, ansonsten direkt in der Woche danach zu Hause gerendert und hochgeladen. Dann lässt zeitnah auch den ganzen Videocontent, vielleicht einfach diesmal bekommt, das soll endlich mal für die Zeit funktionieren, nach immer nur so, die mir gut funktioniert hatte und mir die SD-Karte kaputt gegangen ist, leider von der letzten Gamescom. Bis wir dazu auch keine Videos kamen, was erst bitter war. Ich habe so viel Videomaterial von letzter Gamescom aufgenommen. Und dann ging mir meine SD-Karte zurück. Und wie ich es dann ein paar Wochen später zu Hause schneiden wollte, habe ich gemerkt, scheiße, da ging gar nichts mehr. Aber das wird dieser nicht passieren, das verspreche ich euch. Ich habe extra zwei SD-Karten und ich kopiere das von einer auf die anderen. Also Backup-mäßig bin ich dann super ausgestattet, damit mir eben sowas nicht nochmal passiert, weil das ist echt ungünstig. Kann man nicht anders sagen. Ja, das ist auf jeden Fall mein Plan für die diesjährige Gamescom. Das ist eben an allen Tagen da, von Mittwoch bis Sonntag. Und ihr könnt mich jederzeit gerne treffen, Foto machen, durch die Hallen gehen, was auch immer. Ich bin da offen. Einfach als Hündeshalt auf der Gamescom haben. Darum geht's auch. Und auch wenn Nintendo dieser nicht da ist, machen wir auf jeden Fall das Beste auf der Gamescom. Und wenn ihr eines Witz habt mit Mario Kart, nehmt die sehr, sehr gerne mit. Denn ich werde uns das wieder dauern, auch ein Mario Kart Turnier zu machen. Voraussetzung dafür ist, dass mein Hotspot gut genug ist oder das WLAN dort. Aber man kann es auf jeden Fall mal probieren. Das ist der Plan. Für alle, die es noch daran erinnern, wir hatten es mal probiert gehabt, ein Mario Kart Turnier zu machen. Das hat so semi gut geklappt. Aber wenn diesmal jeder seine eigene Hilfe dabei hat, klappt es auf jeden Fall. Ich probiere mal 2 vs. Fire Miners Witz irgendwie, das bekommen wir hin mit dem Bildschirm. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber wir probieren es auch sehen. Aber wie gesagt, ein bisschen Nintendo-Stimmung will ich auch hier reinbekommen zu Gamescom, auch wenn Nintendo selbst leider Gottes dieser nicht da ist. Deswegen Mario Kart und eventuell auch Splatoon müssen wir schauen, wie da unten seid. Weil ich meine, ich seid ja auch auf der Messe da, um logischerweise die Messe anzuschauen, aber mal ein bisschen drin. 20 Minuten Mario Kart, ich glaube, das bringt keinen um. Ja, ansonsten gerne mir einfach anschreiben, wenn ihr dieses Jahr wieder auf der Messe seid und mit mir da ein bisschen rumlaufen wollt. Hab eine WhatsApp-Community-Gruppe oder Discord, wo auch immer. Ich bin erreichbar. Und dann können wir das auf jeden Fall irgendwie arrangieren, dass das funktioniert. Treffpunkt und so weiter gebe ich noch bekannt, weil das wird dieses Jahr logischerweise nicht der Nintendo-Stand sein, weil der leider nicht existiert. Sonst haben wir immer mit euch am Nintendo-Stand getroffen, aber wir werden mal sowas finden. Da bin ich mir ganz sicher. Genau, das soweit nur eben als Information, dass ich jeden Tag dieses Jahr auf der Gamescom bin und ich freue mich schon tierisch drauf, wieder da sein zu können. Wieder mega Zeit werden. Also, ja, freue mich schon drauf. Genau. In dem Sinne sage ich jetzt langsam fürs Zusehen von dem kurzen kleinen Infovideo. Freue mich schon, aus alle auf der Gamescom wieder zu sehen und sage bis dahin, macht's gut und ciao!